Da sind wir wieder zurück bei Stellar Blade. Und ich habe in der Zwischenzeit zwei kleine Sidequests gemacht. Einmal hier oben bei der Kiste habe ich, oder sollte ich was abholen? Es war nichts drin. Und als wir ins Ödland reingekommen sind, na, komm schon. Also direkt hier so in dem Gebiet lag eine Leiche. Information geholt, zum schwarzen Brett zurück. Also die Sidequests sind definitiv nichts, wo irgendetwas über diese Spielewelt berichtet wird. Aber sie bieten uns natürlich immer eine schöne Möglichkeit, EP zu bekommen. Wunderschön. Also die aufgewerteten Skills knallen gut rein. Aber wenn wir sowieso schon mal hier sind. Oh, schnell weg. Einmal plündern. Ach genau, und beim Solarturm war unten ein kleiner Computer, wo wir nochmal einen weiteren Zugangscode bekommen haben. Da haben wir jetzt auch 2 von 3. Und ich nehme mal an, im nächsten Gebiet werden wir dann auch den dritten bekommen. Aber wir düsen erst einmal ins neue Gebiet. Und unterwegs soll auch nochmal eine Quest auf uns warten. Oh, sehr schön. Ah, der ist noch nicht down. So, und hier immer schön alles umhauen. Dann kriegen wir Materialien und auch wieder neue Munition. Ja, kleines Lager, aber leider ohne Schnellreisespot. Nee, da kann sie nicht hoch. Oh nee, das ist einfach nur das Licht. Und natürlich bekommen wir bei der Leiche wieder neue Informationen. Ich muss mal eben wieder auf die Karte schauen. Ah, dort ist noch ein Mensch. Ich glaube, das ist die Quest. Ja. Was in aller Welt machst du hier? Ah, du bist es, Engel. Puh, ich überprüfe im Auftrag des Propheten die Fabrik und Anlagen hier. Ich wollte gerade zurück, als die ganzen Monster kamen. Ich konnte mich hier verstecken. Danke für die Rettung. Aber ich hätte da noch was. Ist dir vielleicht ein Sentinel begegnet? Nein. Außer dir ist hier niemand. Nun, die Sache ist, ein Sentinel hat mich als Leibwache hierher begleitet. Er hat mich hier reingeschubst, um mich vor einem Nativer zu schützen und ihn dann angegriffen. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Warte hier. Ich sehe mich weiter um. Ich danke dir, Engel. Er heißt Go. Wenn er noch lebt, sollte er hier irgendwo sein. Ja, könnte aber gut sein, dass der gute Go tot ist. Ja, shit, dann müssen wir einmal hier wieder hochdüsen. Weg mit dir. Wenn, dann ist er hier. Oh. Okay, ich sollte nicht
noch versuchen, den letzten Schlag zu platzieren. Das übliche Problem, was ich in solchen Games habe, geht meist nach hinten los. Ist das jetzt das Ding? Ja. Keine Feinde in Sicht. Hier kann man bestimmt wunderbar angeln. Ja, was haben wir jetzt mit dem Druckpunkt da hinten erreicht? Wahrscheinlich wird das Wasser abgepumpt, wenn wir alle Druckpunkte erreicht gedrückt haben. Ja, haben wir hier sonst noch irgendwo was? Nee, ne? Da unten leuchtet etwas Grünes. Mal schauen, was unser Kollege hier sagt. Nicht viel. Und einmal runter. Das ist er. Das muss wohl der Sentinel sein. Mhm. Hat wohl beim Kampf gegen den Nativer den Halt verloren. Mögen deine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Wir haben hier doch bestimmt irgendwo noch was, oder? Das Ding hier sieht zu geheimnisvoll aus. Da ist halt nur die Frage, wie wir die Blubberbläschen deaktivieren können. Oder wir schwimmen einfach drumherum. Nice, kein Zugangscode. Na gut, geben wir die Quest ab und düsen dann weiter. Ein Glück. Ich war mir nicht mehr sicher, woher wir gekommen sind. Da fällt mir ein, wir haben noch die Rache-Sidequest offen. Wir müssen irgendwelche 10 Gegner umhauen. Ich glaube, das sind die Schweinebärmänner. Du bist zurück. Was hast du rausgefunden? Hast du den Sentinel gefunden? Er fiel im Kampf.
Verstehe. Also starb er meinetwegen. Wir wussten beide, dass das gefährlich wird. Mögen seine Erinnerungen fortbestehen. Für immer. Naja, zumindest konnte ich den Auftrag des Propheten erfüllen. Engel, nimm gern den Lift dort. Ich habe ihn repariert. Okay. Dann mache ich mich auf den Rückweg. Ich bringe den Memory Stick eines Freundes zurück, der für mich starb. Mach's gut. Also sie hätte ruhig sagen können, Meister, er ist ertrunken. Das war nicht unbedingt deine Schuld. Aber gut, wenn sie das Geheimnis für sich behalten möchte, nur zu. Ja, die Brille hat was. Jetzt müssen wir mal schauen, wo müssen wir überhaupt hin? Weiter geradeaus. Dort werden wir aber nicht durchkommen. Die Tür lässt sich höchstwahrscheinlich nur von der anderen Seite öffnen. So, weg mit dir. Nehmen wir zumindest nochmal diese Erinnerung mit. Und die andere Seite, ja. Okay, ja, stimmt. Wir haben nichts mehr übrig. Oh, das Vieh lebt immer noch. Aber dieser Angriff, wo sie nach vorne schlägt, macht auf jeden Fall mehr Damage als mein geliebtes. Ich schwing mal von links nach rechts und hau alles um, was da im Weg ist. Also das hier ist quasi stärker. Super, der Schweinebärmann greift uns auch noch an. Wunderschöner Finisher. Ja, das sind die Viecher, die wir umhauen müssen für die Sidequest. Ja, diese Heal-Tropfen müssen wir auf jeden Fall auch mal verbessern. Wenn möglich. Oh. Sehr schön. Genau das, was wir gebraucht haben. Hätte bei Gigas bestimmt auch noch mal ein bisschen mehr Luft gegeben. Mit Schnellreisespot, wunderschön. Na ja, können wir uns auch gleich mal ausruhen. Dann werden unsere Trinkflaschen auch nochmal aufgefüllt. Ich sehe den Eingang zu Altes Lavoir. Brauchen wir einen Sicherheitscode? Nein, aber da reinzukommen könnte ein bisschen schwierig werden.
Wirst du schon sehen. Halt, Fremde. Wer bist du? Quiel von der Königlichen Garde. Ich beschütze auf Befehl von Orkhill die Ruinen. Ihr wisst, dass das Sperrgebiet ist. Moment, Moment. Aber wir sind doch wegen Orkhill hier. Dennoch, ich kann keine Unfähigen durchlassen. Unfähig wofür? Wenn ihr es schafft, mich zu besiegen, dürft ihr passieren. Nun, wenn das alles ist. Oh Mann. Wunderschön und oh. Da hast du aber einen schönen Move rausgehauen. Zum Glück, die war nicht so schwer. Sehr gut. Ich habe dich unterschätzt. Du warst dem Alpha Nativa ebenbürtig. Es war mir eine Ehre, mit dir zu kämpfen. Wir können jetzt eintreten, oder? Ja. Yeah. Eltis Levoir wurde schon vor langer Zeit von Nativas kontaminiert. Keiner ist je lebendig zurückgekehrt. Doch was dich betrifft, habe ich Hoffnung. Ja, Mäuschen, kleiner Tipp. Ich weiß, wir sind in der Wüste, ich weiß, es ist heiß, aber bedeck dich mal ein bisschen. Du musst deine Besongas hier nicht unbedingt jedem präsentieren. Ah, da müssen wir noch eine Tür öffnen. Also dieses zusätzliche Beta-Energie bekommen, rentiert sich. Das Ding fliegt gleich hoch. Und Abkürzung ist freigeschaltet. Wir müssen mal schauen, ob wir in die andere Richtung düsen können, denn dort war ja auch noch ein Tor. Aber sieht nicht danach aus. Nee, sieht nicht danach aus, dass da noch irgendwie was ist. Ein Fahrstuhl ins Erdinnere. Interessant. Eidos, früher mal ein cooler Publisher oder Entwickler, ich weiß schon gar nicht mehr, was das war. Die Klinge funktioniert nicht mehr. Der Drohnenscan auch nicht. Warte mal. Gar nicht gut. Irgendein elektromagnetisches Sicherheitsfeld stört das System. Das müssen die Nativas verursacht haben. Ah, die Drohne würde noch funktionieren.
oder wir schießen auf Distanz. Dafür sollten wir wohl Lilly dankbar sein. Das muss ausreichen. Gehen wir weiter. Ja, super. So, dann rüsten wir hier gleich mal aus. Was haben wir hier? Ach, Munition auffüllen. Okay. Ich glaube, ich werde häufig zurücklaufen müssen, um die Munition aufzufüllen. Von außen sahen die Ruinen alt aus. Aber innen sieht es so modern aus. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Zeitlich passt das überhaupt nicht zusammen. Finde ich auch. Ja, das Ding nehmen wir auch nochmal mit. Auf dem Boden. Zurück. Vor dir ist ein Seil. Wunderbar. Boah, das wird wieder ein Albtraum. Okay, keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Aber irgendwie hat es funktioniert. Da können wir wieder auffüllen. Da fühlt man sich richtig willkommen. Oh. Das sind unsere Gegner. Sieht aus wie bei Matrix. Dieser Ort ist... ist voller Kapseln. War das eine Forschungseinrichtung? Wenn jetzt hier irgendjemand den Strom einschaltet... dann sind wir tot. Oh, hinter mir? Oh. Ja, irgendwie ballert das Ding ordentlich rein. Gut, mit den ganzen Modulen und den Aufwertungen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir den Damage erhöht haben. Wunderbar. Voll in die Falle getappt. Also das Ding können wir nicht öffnen. Nice.
Oh Mann. Also Jump and Run ist echt nichts mehr für mich. Nice. Okay, wir haben nicht so viel Zeit. Knapp, aber hat funktioniert. Oh shit. Ja, cool, die explodieren von allein, da muss ich nichts machen. Könnte sie theoretisch auch dafür nutzen, den anderen umzunieten. Aber das kriege ich unter Garantie nicht hin. Was haben wir hier? Ja, interessante Information. Und offen. Los, zu den Toren. Na komm schon. Erstmal wieder einsammeln, was hier gedroppt wurde. Direkt vor der Tür gibt es eine Truhe. Und ohne Code, sehr schön. Vorsichtig sein. Ja, das fällt ihr früh auf. Oh Gott. Vielleicht ist das Muster zu deinen Füßen ein Hinweis. Ah, okay, jetzt. Vielleicht ist das Muster zu deinen Füßen ein Hinweis. Vielleicht ist das Muster zu deinen Füßen ein Hinweis. Ah, okay, gut. Also, hier haben wir 1, 2, 3. Das heißt, das Ding, dann Kreis, X, oh. Vielleicht ist das Muster zu deinen Füßen ein Hinweis. Ah, zu weit gesprungen. Vielleicht ist das Muster zu deinen Füßen ein Hinweis. Ah, nein. Vielleicht ist das Muster zu deinen Füßen ein Hinweis.
Sehr gut. Okay. Eigentlich gar nicht so schwer. Aber wenn man nicht springen kann, so wie ich, ist das sehr schwer. Neues Lager. Das ist gut. Wenn ich jetzt drauf gehe, muss ich diese Jump-and-Run-Geschichte nicht nochmal machen. In diesem Generator scheint eine Fusionszelle zu sein. Holen wir sie da raus. Und wie? Ach stimmt, ich kann nicht scannen. Okay, die Dinger verstanden. Das ist Munition. Jetzt müssen wir halt nur die Quelle finden. Und dann schieben wir die hin und her. Ja, davon war auszugehen. What? Wieso schießt du nicht? Im ersten Moment habe ich an einen Code gedacht, aber... Zum Glück war es nicht der Fall. Interessant, dass ich hier, also jetzt nutze ich glaube ich zum ersten Mal wirklich die Fernkampfwaffe. Davor war es halt immer nur Spielerei. Ja, wieder schöne Jump-and-Run-Aktion. Kann nur schief gehen. Ah ne, das Ding ist noch weiter rausgekommen. Wunderschön. Drohnen-Upgrade nehmen wir gerne mit. Aktiviert. Gehen wir runter. Das wird jetzt ein Spaß. Ja, dadurch, dass er so lange gebraucht hat, habe ich mir schon gedacht, dass hier irgendwas auf uns wartet. Nice, keine Munition mehr. Na, weiterhin im Kampf oder wie? Aber zumindest ordentlich Munition.
vielen Dank dafür. Munition ist voll, okay. Ups. Na, das Ding kann ich nicht bewegen. Weg, weg, weg. Da ist der nächste. Na, komm schon. Ich glaube nicht, dass das hier irgendwie was wird. Also eigentlich müsste ich das Ding hier nach rechts durchkicken. Das hat der Laser für mich erledigt. Da haben wir Nummer 1. Ah, okay, da werden wir wahrscheinlich mit dem Laser das Ding kaputt machen können. Interessant, dass ich das Ding nicht wieder zurückschieben kann. Wir kommen hier nur mit einer Fusionszelle raus. Ja, also das Ding ist am Boden festgewachsen. Okay. Das habe ich mittlerweile verstanden. Ah, gut, jetzt habe ich das Ding dort. Das passt. Also das Teil zu drehen ist möglich.
aber recht schwierig. So, da haben wir das hinbekommen. Weg mit dir. Das passt. Komme ich aber nicht mehr raus. So, schauen wir mal, ob ich das Ding hier jetzt so hindrehen kann, dass es passt. Ich weiß nicht, ob das so im Sinne des Erfinders ist, was ich hier mache, aber es funktioniert. Sehr schön. Es hat funktioniert. Ja, solange es funktioniert hat, fragen wir lieber nicht, wie. Bekommen wir hier eigentlich so eine Riesenfusionskerze, so ein Kübel? Wie das Ding, was wir da reingewämst haben, als wir das erste Mal nach Xion gekommen sind? Dieses Labor. Glaubst du, dass Menschen in dieser Anlage Nativas erforscht haben? Oder... Ja, vielleicht haben sie das. Schließlich ist es immer hilfreich, seinen Feind zu kennen, wenn man ihn besiegen will. Aber dieser Ort sieht mir eher nach einer Fertigungseinrichtung aus. Sehr schön, wieder ein Lager. Haben wir hier sonst noch was? Ja. Da fällt mir ein, wir haben doch bestimmt wieder ein paar Punkte. Wenn wir den Gegner damit angreifen, kriegen wir Beta-Energie zurück. Das ist an für sich ganz cool. So, hier haben wir aber etwas, um das Schild zu brechen. Ich habe gehofft, dass wir hier so eine Fertigungsanlage haben, weil wir ja wieder ein paar Module für die Drohne bekommen haben. Alle Leuchten sind rot. Das ist kein gutes Zeichen. Verdammt, wir stecken fest. Das heißt jetzt was? Sie sind
an den Lasern vorbeigekommen. Na, das wollte ich auch gerade sagen. Also solange mir die Munition nicht ausgeht, alles gut. Ups. Oh, das Ding habe ich jetzt nicht gesehen. Nee, von dort sind wir gekommen. Fertig. Der Lift sollte jetzt laufen. Okay. Also einfach drauf gehen und dann ist das Problem erledigt, oder wie? Die Kontamination reicht bis hier. Da muss eine Schwachstelle sein. Ja, lass mich raten. Hier ist wieder ein Boss-Nativer. Aber wir haben ja gar keine Waffe. Also keine Nahkampfwaffe. Das wird interessant. Oder in dem Bereich wirkt die Strahlung nicht und dann können wir unsere Waffe benutzen. Das Ding haben wir nicht. Nice. Wir brauchen einen Sicherheitscode. Da haben wir ihn. Er war irgendwo in der Nähe. Wieder ein Drohnen-Update. Sehr schön. Wir sind fast da. Ah, okay. Dann schauen wir noch mal eben, was in der, was hinter der Tür ist. Gib den Code mal ein. Und das letzte. Es klappt. Der soll hier erstmal alles wegsprengen. Jetzt ist halt die Frage, sollen wir oben lang, sollen wir hier unten lang?
Ah, okay. Die haben am Kopf bzw. am Körper solche Schwachstellen. Wenn ich da drauf baller, explodieren die schneller. So wie bei den ganzen Dingern hier vorher auch. Ah, shit. Interessant. Ja, gescheitert. Ah. Meine Idee war, einfach schnell dreimal zu scheitern, weil ich dachte, er springt weiter. Ist er aber nicht. Knapp, aber funktioniert. Also, wenn ihr scheitert, springt er nicht weiter. Diese Taktik geht nicht. Hier gibt es auch ein Versorgungslager. Wir sollten kurz durchatmen. Also hier wird definitiv der richtige Weg sein. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Erhöht die Fernkampfangriffskraft, okay. Und hier haben wir zwei, die packen wir hier rein, wunderbar. Das ist einmal der fette Auflader, der Dreifachschuss, Railgun und ja, Dosenentdecker. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Dosenentdecker unbedingt jetzt schon brauchen. Ach so. Ja, Upgrade für das Trinksystem, aber da wir erst vor kurzem das Trinksystem abgegradet haben, werden wir dort noch nichts bekommen. Das war die Munition. Oh, ich muss mich beeilen. Ich will noch mal schauen, welcher Boss uns gleich gegenübertreten wird. Weil dadurch, dass dort auch die Schnellreise funktioniert hat, gehe ich mal stark davon aus, dass wir dort unsere Waffe ziehen können. Aber dennoch sammeln wir alles an Munition ein. Und hier düsen wir einmal eben bis zum Ende durch. Das ist die andere Seite. War das die Seite, wo auch das Lager ist, wo wir eben waren? Weil dann könnten wir eventuell eine Abkürzung freischalten.
Och nö. Aber ist, glaube ich, auch gar nicht so schlimm, denn wir waren ja beim Lager. Genau. Habe ich mir ein bisschen Zeit erspart. Ah, okay. Genau, hier ist die Tür, wo wir eben waren. Und das ist, wer weiß, was das auch immer sein mag. Herz der Infektion, okay. Das war Nummer 2. Ups. Okay, das willst du also. Interessanter Bossfight. Sehr interessanter Bossfight. Sieh mal, ein Hyperantrieb. Sieh mal, ganz viel Loot. Okay, hier können wir, glaube ich, nicht interagieren. Der Erhaltungszustand der Hyperzelle ist gut. Okay, lass uns vorsichtig sein. Du solltest zurückkehren. Ich werde dich mit dem Tetrapod draußen abholen. Hm? Warte. Das da, das ist ein Vermächtnis. Ein Vermächtnis? Was ist das? Ein Gerät mit Aufzeichnungen vom Landetrupp vor mir. Darin sind wichtige Informationen für den nächsten Landetrupp. Verstehe, aber was hat ein Landetrupp so weit draußen zu suchen? Vielleicht wussten sie etwas über den Alpha oder den Ältesten. Ich werde sie mir ansehen. Tag 8 nach dem zweiten Absprung. Dritte Aufzeichnung. Vermächtnisbericht Raven. Verbliebene Überlebende, Ripley und Annis. Annis Zustand ist bedenklich schlecht. Der Tod wird höchstwahrscheinlich bald eintreten. Wir haben ein Labor entdeckt, 4,47 Kilometer vom Abwurfpunkt entfernt. Offenbar wurden hier Natibas erforscht. Aber wegen der Kontamination ist es schwierig, Informationen zu erhalten. Jedoch stieß ich beim Durchsuchen der Daten auf einen erstaunlichen Fakt.
vor dem Krieg, den wir den letzten Krieg nennen, war ein weiterer Krieg. Ein Krieg, der zwischen der Menschheit und den selbsterschaffenen Androiden entbrannte. Den sogenannten Androides. Die Menschen verloren ihn gegen ihre eigene Schöpfung. Die Überlebenden versteckten sich in Untergrundanlagen, doch die Schlacht war nicht vorbei. Aber dann änderte ein unerwartetes Ereignis den Kriegsverlauf. Als die Menschheit fast ausgerottet war, erschienen aus dem Nichts mächtige Wesen unbekannter Herkunft. Es waren die Netibas. Der Krieg mit den Netibas führte zur Zerstörung der Androiden. Und so gelang es der Menschheit letztendlich, Zuflucht in der Kolonie zu finden. Von nun an forsche ich nach dem Ursprung der Netibas. Ich hoffe, dass ich damit den Netiba-Ältesten ausfindig machen kann. Wer auch immer dies ansehen wird, ich hoffe, Mother Sphere wird dich segnen. Dass es so eine Aufzeichnung wirklich gibt. Und es gab schon einen großen Krieg vor dem letzten Krieg. Von so etwas habe ich noch nie in der Kolonie gehört. Der Krieg vor dem letzten Krieg ist das. Die Geschichte der Menschheit ist voller Kriege. Wen wundert's da, dass es vor dem letzten Krieg bereits andere Kriege gab? Und dennoch, irgendwie seltsam, dass das nicht überliefert wurde. Ich nehme das Vermächtnis mit und breche auf. Warte noch, Eve. Ich hol dich mit dem Tetrapod ab. Okay, ich warte hier. Ja, sehr freundlich von ihm, dass er uns mit dem Pod abgeholt hat. Okay, das sind die Hackkeiler. Wunderbar. Da fehlt uns quasi noch das letzte Netzwerk. Und auf der Map sind wir soweit durch. Okay, gut. Dann. Ah ne, da ist das Ding. Werden wir in der nächsten Folge mit dem Ding zurückreisen. Vorher natürlich mit den beiden quatschen und schauen, wie es dann weitergeht. Und natürlich auch schauen, was passiert, wenn wir die zweite Hyperzelle beim Ältesten reinwemsen.